Aufatmen im Ottenser Ausgehviertel. Die Sperrstunde ist gefallen. Bei Karls Kaffee und Weine gibt es ab heute auch nach 23 Uhr noch leckeres Injera, ein säuerliches Fladenbrot aus Äthiopien. Und nicht nur das Injera-Eisen läuft auf Hochtouren. Wir haben viel zu tun. Wir müssen alles vorbereiten und ihn auch einfach draußen und drin sauber machen, schön machen. Vielleicht nur Zufall, sagt Alex Karl, aber für diesen Sonnabend kamen besonders viele Reservierungen rein. Denn nicht nur die Sperrstunde fällt, es dürfen auch wieder mehr Menschen zusammenkommen. Plötzlich reicht es nicht mehr, nur eine Schicht am Abend zu besetzen. Beide Schichten ausgebucht. Heute haben wir auch zum Beispiel, da haben wir hier in diesem Tisch 10 Personen heute. Hier haben wir 6 und wir haben eine große Gruppe noch. 2 Straßen weiter im Möllers. Noch immer ist der Stressfaktor für die Gastronomen hoch, denn die 2G-Plus-Zugangsbeschränkungen gelten weiterhin. Ich glaube, dass das eben halt jetzt für die dann auch schon mal so ein Schweißtropfen weniger ist, weil man kann laufen lassen, wirklich bis der letzte Gast keinen Bock mehr hat. Was natürlich auch für Umsatz, Geschäft und Laune fördernd ist, definitiv. Für die Stammkundschaft ist das Möllers ein zweites Zuhause. Und im eigenen Wohnzimmer bleibt man dann auch gern. Ja, bis nachts um 4. Nein, ich bin nicht mehr die Jüngste und für mich ist meistens vorher schon Schicht. Der Letzte schließt die Tür ab, genau. Waschen und Feiern mit offenem Ende war in der Kultbar Landrette schon heute früh angesagt. Denn offiziell fiel die Sperrstunde bereits um 0 Uhr. Und das ließen sich manche Gäste nicht zweimal sagen. Jeder Sitzplatz war besetzt. Dann habe ich um 11 gesagt, so Musik aus, Licht an, alle raus. Und habe gesagt, ihr könnt dann gerne in einer Stunde wiederkommen. Viele haben die Stunde nicht durchgehalten. Also es war, kam, glaube ich, höchstens ein Drittel wieder. Aber die, die wieder kamen, die haben es gefeiert. Endlich wieder unser Hamburg zurück. Und wenn jetzt noch das Tanzverbot fällt, dann ist das Hamburger Nachtleben so richtig zurück.